Highlights werden euch präsentiert von Skoda Sütterlin, Badens größter Skoda-Exklusivhändler. Entdecke jetzt ein neues Fahrgefühl bei Skoda Sütterlin in Freiburg. Skoda. Simply clever. Sonntag, der 17. Dezember 2023 und hier ist die echte Heldenarena in Freiburg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Übertragung der Partie der DEL 2 zwischen dem EHC Freiburg und den Eisbären aus Regensburg. Sarah Tippmann und Patrick Cervini ist da. Parker Bowles. Und Parker Bowles trifft. Der Topscorer aus Kelowna nutzt diese Chance im Powerplay und erzielt an Freund und Feind vorbei. Das 1:0 für die Wölfe. Gut die Sicht genommen von Tom McCallum durch Valentino Kloß. Hier sehen wir es. Und wieder die Chance der Türkis. Elo, Parker Bowles mit dem Schuss. Jetzt der missglückte Pass von Nick Master und der Konter. Gedakis und Parade von Patrick Cervini. Eroelo. Passversuch. Parker Bowles hat ihn und trifft. Ähnliche Szene wie beim 1:0. Parker Bowles bekommt ihn auf der rechten Seite. Nimmt ihn selbst mit. Und dann der Handgelenkschuss. Diesmal ist es der eigene Spieler, der dem Torhüter der Eisbären die Sicht nimmt. André Bühler. Nikola Gajowski. Und Gajowski trifft. Gerade mal 10 Sekunden im Powerplay gespielt. Gajowski, Handgelenkschuss. Ähnliche Situation, bloß auf der anderen Seite. Und trifft an Patrick Cervini vorbei zum Anschlusstreffer 1:2. Marvin Schmidt nimmt ihm die Sicht. Und Gajowski, der passt genau. Corey Trivino trifft zum 2:2. Gut gespielt das Powerplay. Der Pass auf Corey Trivino. Und der mit der Direktabnahme. Da hat Trivino ein bisschen Platz. Keine Chance für Patrick Cervini. Der Ausgleich für die Eisbären. Jakob Weber. Und der Pass. Versuch von Jakob Weber auf Andrew Chambry. Erwin Pokorny. Versucht den Schuss aus der Drehung. Gute Aktion von Calvin Pokorny. Ja, Parker Bowles kommt da so ein wenig aus dem Tritt, aber kann den Puck da in der Zone halten und dann abgefälscht. Parker Bowles, schöne Aktion von Parker Bowles durch die Beine von Corey Trivino. Dann der Pass und dann der Treffer. Parker Bowles setzt sich sehr gut durch vor dem Tor von Tom McCallum. Und dann ist es am Ende Eroelo. Hier sehen wir die Szene, die dann letztlich zum Tor führt. Tom McCallum zwar noch dran, aber der Puck springt ihm dann am Körper vorbei. Eroelo trifft zur Führung für den EHC Freiburg. Ja, dann auch den Puck direkt wieder aus der Zone herausarbeitet. Andrew Jogan mit der Chance und dem Treffer oder an den Pfosten. Schwer zu sehen. Wieder Trivino und Hammond. Und Jogan trifft, Andrew Jogan. Trivino zu Gedakis. Gedakis mit dem Pass und Andrew Jogan ganz allein verwandelt zum erneuten Ausgleich. 3:3. Keine Chance. Und O'Donnell wieder.
bringt ihn vors Tor. Parker Bowles, gute Chance. Nico Reiter. Zusammenprall da in der neutralen Zone zwischen Konstantin Ontel und Nicolas Linsenmeier. Linsenmeier hält sich das Knie. Da sehen wir nochmal den Zusammenprall. Nicolas Linsenmeier mit dem Puck und dann treffen die beiden in der Mittelzone aufeinander. Und dann werden sie das Strafmaß bzw. ihre Entscheidung verkünden. Sie haben es vielleicht über die Außenmikrofone gehört. 5 plus Spieldauerstrafe. Eroelo. Musste über den Schläger passen. Und dann ist da der Treffer für Freiburg. Und wer sollte es anders sein als Sean O'Donnell, der im Slot den Schläger reinhält und den erneuten Führungstreffer für Freiburg erzielt. Eroelo bringt den Pass, Sean O'Donnell hält den Schläger rein und Tom McCallum ist geschlagen. Jakob Weber, Gedakis, auch der Pass nochmal in die Mitte und Strafe gegen Freiburg. Aber die Zeit scheint abgelaufen zu sein, Strafe gegen Freiburg ist zwar noch angezeigt, aber die letzten Sekunden ticken von der Uhr. Die Highlights wurden euch präsentiert von Skoda Sütterlin in Freiburg. Badens größter Skoda-Exklusivhändler. Skoda. Simply clever.